Während Sasuke Killer Bee einfing, setzte auch Pain seinen Plan um, Konoha zu zerstören. Sein Ziel war Naruto, der letzte Jinchuriki. Die Pain-Rikudo bezwangen alle Elite-Ninjas des Dorfes. In diesem furchtbaren Kampf wurde Konoha vollkommen vernichtet. Es wird Zeit, die Welt mit Schmerz zu überrollen. Jutsu der Druckwelle! Die Leute waren im Angesicht von Pains schrecklicher Macht völlig verzweifelt. Naruto spürte das und eilte nach Konoha. Der Anblick seines verwüsteten Dorfes erfüllte Naruto mit Trauer und Wut und er stürzte sich in den Kampf mit Pain. Du stellst dich mir allein? Die Entscheidung wirst du noch bereuen. Ich werde dir niemals vergeben! Schluss damit! Komm, dieses Gefühl. Jutsu der Druckwelle! Ich sah, wie du zum Eremiten wurdest. Wie Jiraiya-Sensei. Jiraiya-Sensei? Auch ich habe Jutsu von Jiraiya erlernt. Er war einst mein Lehrer. Wir sind ihm beide gefolgt. Schüler desselben Meisters. Wir sollten uns eigentlich verstehen. Der Meister wollte Frieden. Halt die Klappe! Du hast ein ganz Schwerfeuer! Was für all deine Taten? Hat irgendwas mit Frieden zu tun? Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du kannst die wahre Bedeutung von Wahrheit nicht erkennen. Gib einfach auf. Dein Tod wird den Frieden bringen. Halt die Klappe! Das ist ein ganz Schwerfeuer! Ich hab gesagt, du sollst die Klappe halten! Mein Meister! Meine Freunde! Mein Dorf! Nicht schlecht. Plagegeist. Jutsu des vertrauten Geistes. Bleib zurück, Kleiner! Es ist soweit. Jutsu der Druckwelle! Kosmos! Naruto! Ich kümmere mich darum. Jutsu der Schattendoppelgänger! Kein Senjutsu mehr, was? Es ist vorbei. Wieso? Weil ich... Kraft des Neunschwänzigen. Zu Ende. Neunschwänziger!
zu! Schlag zu! Die Druckwelle! Das hat mich zu viel Kraft gekostet. Das hatte ich nicht erwartet, wie es arbeitet. Wie wär's damit? Dem kannst du nicht ausweichen. Hier drüben. Wie wär's damit? Hier drüben. Der Druck. Was zur Hölle ist das für ein Kerl? Das hatte ich nicht erwartet. Jutsu der göttlichen Druckwelle! Das kann ich nicht zulassen. Ich krieg's nicht hin. Schlag zu! Schlag zu! Die Druckwelle! Der Kerl ist stärker, als ich gedacht. Bringen wir das hier zu. Das kann ich nicht zulassen. Traurig. Keine Kopf. Ich brauche Zeit. Das hat mich zu viel Kraft gekostet. Das hatte ich nicht erwartet. Ich kann nicht verlieren. Hier drüben. Es ist vorbei. Jutsu der Druckwelle! Das hat mich zu viel Kraft gekostet. Das hatte ich nicht erwartet. Das kann ich nicht zulassen. Dem kannst du nicht ausweichen. Wie wär's damit? Hier drüben. Wie wär's damit? Die Druckwelle. Ich brauche Zeit. Das hat sich nicht erwartet. Schlag zu! Hier drüben, der Druck. Ich brauche Zeit. Tja, wenn das so ist, Jutsu der göttlichen Druckwelle! Das hatte ich nicht erwartet. Die Kraft des Neunschwänzigen überwältigend. Das tut weh! Kann mir jemand helfen? Ich...
nicht. Du gibst deshalb auf? Bist du wirklich mein Sohn? Der vierte Hokage? Ich habe das Siegel so eingerichtet, dass ich zum Zeitpunkt der achtschwänzigen Form in deinem Geist erscheine. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass es nie so weit kommt. Doch ich habe mich auch darauf gefreut, meinen Sohn als jungen Mann kennenzulernen. Es gleicht sich alles aus. Vater, du bist mein... Der vierte Hokage ist mein... Vater. Du hattest es nicht leicht, seit ich den Neunschwänzigen in dir versiegelte. Es tut mir leid. Ich wollte immer schon fragen. Warum... Warum hast du den Neunschwänzigen in mir versiegelt? Ich tat es, weil ich darauf vertraute, dass du seiner Macht gewachsen sein würdest. Ich hoffte, diese Kraft könnte dich vor mächtigen Gegnern schützen, Naruto. Ich glaubte, dass du stark genug seist, das schlimmste Übel zu besiegen, das Konoha jemals bedrohen würde. Das war ganz schön selbstsüchtig. Ja, das war's. Aber da du mein Sohn bist, wusste ich, dass du es schaffen kannst. Konoha Kakure wurde zerstört. Ich habe es in deinem Geist gesehen. Ich weiß auch von Jiraiya Sensei. Hass entsteht niemals aus dem Nichts. Menschen kämpfen, um das zu retten, was ihnen wichtig ist. Wenn sie das verlieren, übernimmt der Hass. Das heißt also, Pain hat etwas verloren und ist deshalb so, wie er heute ist? Das weiß ich nicht. Aber Hass hat immer einen Grund. Ein Ninja zu sein, bedeutet letztendlich, diesen Hass zu bekämpfen. Jeder Ninja kämpft gegen ihn an. Jiraiya-Sensei hat dir eine Aufgabe hinterlassen, einen Weg zu finden, eben jenen Hass zu beenden. Aber ich kann Pain nicht verzeihen. Ich kann es einfach nicht. Deshalb, sag mir, Vierter, was soll ich tun? Diese Antwort musst du selbst finden. Nicht einmal ich kenne sie. Naruto, ich glaube an dich. Doch nun wird es Zeit für mich zu gehen. Mein Chakra schwindet. Ich werde das Siegel ein letztes Mal wiederherstellen. Ich werde immer an deiner Seite sein. Gib dein Bestes, Naruto. Danke, Vater. Gut. Ich werde es versuchen. Sprach ihn sein Vater in einer Vision Mut zu. Naruto kam wieder zu Sinnen und kehrte in die reale Welt zurück. Was? Der Junge hat den Neunschwänzigen schon gemeistert? Jetzt gibt es keine Zurückhaltung mehr! Ich habe einige Asche im Ärmel. Diesen Kampf werde ich auf jeden Fall gewinnen! Hier wird niemand in die Quere kommen. Oder meinen Traum zunichte machen. Die Zeit des Urteils ist gekommen. Komm schon! Genau! Komm schon. Das ist ein ganz Schwerfeuer! Komm schon! Ich gewinne! Niemals! Ich gehe nirgendwo hin! Zu der Druckwelle! Das hat mich zu viel Kraft gekostet. Jawohl! Ah!
Wie konnte er mich so weit treiben? Los, Payne! Ich gewinne! Ich gewinne! Zu lang! Hier! Zu lang! Komm schon! Her. Ich gewinne! Ja. Niemals! Jetzt kommt's! Jetzt erfahre ich, wer dich wirklich kontrolliert. Wirklich beeindruckend. Du hast es verstanden? Hier! Komm schon! Nimm das! Komm schon! Rasengan! Ich kann nicht verlieren. Jutsu der Druckwelle! Hab ich zu viel eingesetzt? Für dieses Jutsu ist es zu spät. Du hast nicht mal den kleinsten Hauch einer Chance. Gib auf! Du zuerst! Ich gebe niemals auf! Vergiss es! Während des Kampfes erklärte Pain Naruto voller Überzeugung, dass er für Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt sorgen wolle. Diese Welt der Ninjas wird von Hass beherrscht. Um dies zu erreichen, gibt es keinen anderen Weg, als die Welt erst die Bedeutung wahren Schmerzes zu lehren. Naruto konnte herausfinden, wo sich Nagato befand, Pains wahre Form, und es kam zum Kampf zwischen ihnen. Dabei sprachen sie darüber, wie sich der Teufelskreis des Hasses durchbrechen ließe. Der kauzige Eremit glaubte an mich und ich führe seine Aufgabe fort. Und deshalb muss ich das glauben, was er glaubte. Ich werde bis zum Ende auf meinen Meister vertrauen. Wie soll ich Jirayas Worten jetzt noch Glauben schenken? Es gibt keinen wahren Frieden. Es kann ihn nicht geben. Nicht solange wir in dieser verfluchten Welt leben. Wenn das so ist, dann werde ich diesen Fluch brechen. Wenn es Frieden gibt, dann werde ich ihn finden. Ich gebe nicht auf! Es wird der Tag kommen, an dem alle Leute in Harmonie miteinander leben. Nachdem er von Jirayas Ansichten erfahren hatte, beschloss Nagato, Naruto zu vertrauen. Mit letzter Kraft erweckte er die Bewohner von Konoha wieder und starb dann. Naruto schwor, die Ideale zu verteidigen, die ihm von seinem Lehrer und seinem Mitschüler vermittelt worden waren.